Rote Rosen, Zwangspause. An diesen Tagen fällt die Serie aus. Im Dezember müssen Rote Rosen-Fans gleich mehrfach auf die Serie verzichten. Wir verraten, wann und warum sie ausfällt. Alle Jahre wieder müssen sich die Fans der beliebten ARD-Telenovela Rote Rosen darauf einstellen, dass ihre Lieblingsserie in die Zwangspause geschickt wird. Auch in diesem Jahr ist sie schon im Dezember gleich mehrfach von Programmänderungen betroffen. Die Ausfälle kommen in diesem Jahr besonders ungelegen, denn immerhin mussten die Zuschauer aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Drehpause bereits im Sommer mehrere Wochen auf neue Folgen verzichten. Seit Mitte Oktober läuft nun die 18. Staffel der Telenovela mit den beiden Rosen Mona, Jana Hora-Guzman und Tatjana, Judith Seebrock. Und jetzt, wo das Doppelleben von Andreas, Herbert Schäfer, endlich aufgeflogen ist, beginnt die Serie gerade etwas an Fahrt aufzunehmen. Wintersport schiebt sich ins Programm. Grund für die Ausfälle ist auch in diesem Jahr die Wintersportsaison 2020 und 2021, genau genommen die Biathlon. Weltcups, die trotz Corona-Pandemie stattfinden können und bereits Ende November begannen. Da die ARD in der Regel live aus dem jeweiligen Austragungsort berichtet, kollidiert die Sendezeit im Dezember voraussichtlich an drei Tagen mit Rote Rosen, was eine Pause zur Folge hat. An diesen Tagen fällt Rote Rosen aus. An folgenden Tagen läuft die Serie nicht wie gewohnt um 14.10 Uhr im 1. im Dezember. 3. Dezember 2020, Donnerstag. 17. Dezember 2020, Donnerstag. 18. Dezember 2020, Freitag. Im Januar. 13. Januar 2021, Mittwoch. 14. Januar 2021, Donnerstag. 15. Januar 2021, Freitag. Weitere programmbedingte Ausfälle sind uns zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Wir halten Sie aber selbstverständlich auf dem Laufenden.